So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben die ganzen Samyang-Tests gemacht, wir haben alle Samyang-Nudeln getestet, die es gibt, die ich gekriegt habe. Gut, die Ice-Type, die fehlen natürlich noch, die gibt's nicht mehr, die waren nur ganz kurze Zeit wahrscheinlich irgendwann mal. Wenn ihr die Samyang Bulldog Ice-Type in der blauen Packung findet, schickt ihr mir zu, ich kaufe euch die ab, ich gebe euch alles dafür, aber ich habe die leider, die gibt es einfach nirgendwo. Wir wollen heute einen weiteren Test machen und zwar habe ich gedacht, da ich jetzt ja wieder Samyang Bulldog Cheese bekommen habe und das meine absoluten Lieblings-Samyang sind, die Samyang Bulldog Cheese, wir hier schon den Samyang Nudeltopf gemacht haben, die Samyang Soßen so getestet, wir haben die Samyang Pizza getestet, wir haben den Samyang Döner getestet, der Samyang Nudeldöner. Aber was haben wir noch gar nicht gemacht, was ist total sinnvoll und was habe ich gerade im Kühlschrank, was weg muss, bevor ich nach Berlin fahre? Wir haben Cheeseburger. Ich nehme nämlich öfters mal für zwischendurch solche Cheeseburger mit, weil die für zwischendurch was Gutes zum Essen sind. Einfach nur zack, zack, vielleicht ein paar Gürkchen drauf noch hin und her. Ist das eine einfache Sache. Und da die jetzt weg müssen und da zwei drin sind, habe ich mir gedacht, wir testen heute zu den Cheeseburgern die Bulldog Cheese Nudeln und machen uns Samyang Bulldog Cheese Burger Nudeln, Nudelburger, Cheese Nudelburger. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Das seht ihr dann, wenn es im Titel steht. Ich werde zwei Packungen machen. Auf jeden Burger kommt eine Packung Samyang Bulldog Cheese drauf. Meldet uns gleich zurück, wenn das fertig ist und wenn wir das testen. So, wie immer machen wir uns natürlich die Nudeln erst zurecht in einem Topf. Die sind jetzt schon hier gekocht. Also, das seht ihr ja vielleicht hier, dass die schön weich sind. Ja. Dann kommt jetzt der erste Soßenbeutel drauf, wieder mal mit der guten Samyang Soße, diese schöne scharfe Soße, die den meisten zu scharf ist. Ich finde die richtig gut. Ich reagiere ja auch immer direkt drauf, ja, ich habe ja dann auch, bei mir brennt alles, ich habe dann meistens Schluck auf oder was weiß ich noch alles, trotzdem esse ich die einfach unglaublich gerne. Weil die einfach auch so einen super Geschmack hat. So, dann kommt der zweite Soßenbeutel. Ich rühre mir das gerne, wenn ich kein Video mache und muss es nicht unbedingt auf dem Teller machen. Esse ich das auch gerne mal direkt aus dem Topf, weil da sind ja eh die Nudeln drin, wenn du die abgegossen hast. Und dann kannst du es in dem Topf natürlich auch besser rummachen und rummischen, weil der Topf ja schön hoch ist. So, das Käsepulver dazu. Und am Ende, wenn du aufgegessen hast, kannst du den Topf auch viel leichter auswaschen, aufspülen, wie wenn du jetzt einfach einen Teller nimmst, so einen Plastikteller, den ihr gleich sehen werdet, und der komplette Plastikteller dann rot ist und sich eingefärbt hat. Das haftet so extrem daran, diese rote Farbe immer an dem Plastik, dass du das kaum wieder sauber kriegst. Hier in den Topf ist das aber wunderbar. Einmal drüber gewischt, ist der meistens direkt wieder frei. Das wird jetzt alles rumgemacht. Dann nehmen wir das gleich mit. Dann versuchen wir das mal alles auf die Burger zu verteilen. Und dann seht ihr ja, wie es am Ende aussieht. Dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ob das dazu passt oder nicht. Ist vielleicht eine gute Sache, diese Billig-Burger von 1,99 € noch ein bisschen aufzuwerten, wenn ihr die teuren Samyang-Nudeln da drauf schmeißt. Passt aber auf, dass ihr den Topf nicht kaputt macht, wenn ihr da dran rummehrt wie ein Blöder. Ne? Also so wie ich, nicht unbedingt. Aber mir ist das egal. Was soll schon passieren mit dem Topf, ne? So, das ist der eine Burger, das ist der andere Burger. Hier vorne sind noch die Buns mit Käse schon drauf. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich die Nudeln irgendwie verteilen kann auf den Burgern. Dass wir hier also einen Burger belegen, den anderen Burger daneben natürlich auch belegen. Ungefähr so, den Rest packen wir hier noch drauf. Da kommt noch schön die Soße mit oben hin. Das sieht doch wunderbar aus, glaube ich. Jetzt stellen wir alles hier drüben hin, packen das Burgerbrötchen wieder oben drauf, fein säuberlich. Natürlich auch hier auf dieser Seite. Und
wenn wir das Ganze jetzt hochheben und rumdrehen und mal zeigen, dann guck doch mal, wie köstlich das aussieht. Der Samyang Double Cheese Nudel Burger, weil das ist ja Käse Samyang und es sind Cheeseburger. Ich glaube, so kann man die wirklich bezeichnen. Der Samyang Double Cheese Nudel Burger. Wie kann man das jetzt essen? Wahrscheinlich gar nicht. Ich hoffe, das reicht jetzt fürs Thumbnail. Das gibt bestimmt jetzt eine Sauerei, wenn wir einfach hier reingreifen. Uns einen hochholen. So, das ist jetzt der Burger. Den drehen wir jetzt mal rum und dann beißen wir jetzt mal hier rein. Unglaublich genialer Samyang-Geschmack. Ihr merkt, das Brötchen ist ein bisschen trocken jetzt. Vielleicht hätte man selbst an das Brötchen auch noch mal irgendeine Soße drauf machen müssen. Und dann habt ihr aber den Geschmack der Nudeln. Und alles andere, was ich sonst noch so verteile, das ist auf jeden Fall eine Geschmacksvielfalt. Wunderbar. Es lässt sich nur mega schlecht essen. Und guck mal, wie weit die Samyang-Nudeln da runterhängen. So weit hängen das aus dem Burger raus. Ich glaube, in dem Moment, was natürlich viele ärgern wird, ist, dass man sich komplett zusaut und dass man da reingreift und sich den Rest mit der Hand einfach reinschiebt. Aber was ist denn so schlimm daran, mit der Hand zu essen und auszusehen wie irgendwas? Wir werden uns den Rest von dem Burger jetzt noch reinziehen. Den zweiten werde ich wahrscheinlich ohne Kamera essen und die Samyang-Nudeln dann mit der Gabel gleichzeitig noch einführen. Ah. Erinnert mich ein bisschen an das Video von Natururin, als der die Samyang to Spicy Nudeln probiert und getestet hat. Der hatte vorher eine Challenge verloren gegen Messer von der Besteck-Crew. Deswegen musste der eine Woche lang oder so ohne Besteck essen, nur mit den Händen. Der hat auch die Samyang Too Spicy Nudeln dann einfach nur mit den Händen gegessen. Für ihn war das richtig mega scharf. Ich glaube, er hat auch nicht die ganze Portion essen können. Ich glaube, er musste dann abbrechen. Also wenn der Tururin das schon gemacht hat, mit den Händen gegessen, dann ist das auch nichts Schlimmes. Ein bisschen komme ich mir gerade vor wie Evanjo, der auch immer so eklig aussieht in seinen Videos. Deswegen gucke ich die ja nie. Ansonsten schmeckt das trotzdem wunderbar. Ein Burger ist noch übrig, guckt euch das an. Ein Samyang Burger, den werde ich jetzt aber auch noch essen. Und ansonsten würde ich sagen, richtig genial. Habt ihr noch Vorschläge, was man mit den Samyang Nudeln machen kann? Wozu man die Samyang Nudeln essen kann? Eine Samyang-Nudel-Bolognese in der Auflaufform oder was? Was seid ihr denn komplett verrückt? Das war aber jetzt mein Vorschlag, nicht eurer. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt es mal rein. Ich bin immer wieder auf der Suche, neue Wege zu erkunden, die Samyang noch zu testen. Die Samyang-Nudel-Pizza fand ich auch mega genial, den Döner mega genial. Konnte man auf jeden Fall auch alles besser essen als jetzt den Burger. Liegt aber an mir, hätte ich nur eine Packung gemacht und hätte das aufgeteilt auf beide, wäre das wieder eine ganz andere Sache. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.